Hey ho, meine Lieben, heute mache ich endlich was fertig, sozusagen. Ihr erinnert euch an meine eingelegten Steaks mit den Pasten. Da habe ich jetzt noch einmal die Mediterran, einmal Tomate und einmal Zwiebel. Tja, die machen wir heute alle auf dem Opti-Grill. Im Hintergrund ist mein Engelchen schon dabei, Bratkartoffeln zu machen. Und ja, wir haben heute Besuch und deswegen machen wir das. Und wenn das Essen nicht ausreicht, holen wir einfach einen Döner. Also heute eigentlich mehr ein Spaßvideo mit der Opti-Grill-Vergrillung von den Steaks, dass die endlich mal gemacht werden. Tja, und im Fazit sehen wir dann alle und die können dann ihr Kommentar auch dazu abgeben. Ist besser, als wenn es immer nur alleine sagt. Oder Manfred und Doris? Jawohl, ja. Genau, die Pfälzis sind da. Aber ich gehe jetzt rüber, stelle das hin und hol dann einen Opti-Grill. In der kleinen, aber feinen Küche. Na, Spatz, wie weit sind die Bratkartoffeln? Auch noch? Okay. Meine Lieben, ich werde jetzt anfangen, hier nacheinander die Steaks zu brutzeln auf dem Opti-Grill. Einmal die Mediterran, da fange ich an, dann kommen die Tomate und zum Schluss die Zwiebel. Und dementsprechend werde ich drüben auch probieren. Wir sehen jetzt nur einmal die Mediterran. Die anderen mache ich danach gleich ganz genauso. Und ja, ich baue dann die Cam nämlich um. Tja, fürs Probiererchen. Mhm. Ja, und die Bratkartoffeln da drüben sind auch schon soweit fertig. Schmecken richtig lecker. Ich habe schon probiert. Geht los mit der ersten Runde. Speisen einlegen. Und ganz klar, ein Deckel auf, Steak rein. Ja, und dann heißt warten bis fertig. So Leute, ich vertraue hier jetzt ganz einfach mal den Opti-Grill. Und der sagt fertig durchgebraten. Runter damit. Und aussehen tun sie schon mal sehr gut. Jetzt muss ich bloß gucken, wie ich das Ding am besten neu starte. Ja. Nachlegen. Okay, wird vorgeheizt. Da warte ich den Augenblick und das mache ich alles im Hintergrund. Und wir gehen jetzt schnell rüber. Und jetzt habe ich gequasselt und angeschnitten und Essen rausgegeben und habe wieder nicht auf Aufnahme gedrückt. Tja, ich mache jetzt hier das Probierele von dem Mediterran. Ja, genau. Schön auf dem Grill, wo ich hätte alle Steaks auf einmal drauflegen können, wäre mir natürlich viel lieber gewesen, aber ist halt nicht so. Tja, und ich kann euch jetzt nicht einmal mehr hundertprozentig sagen, wie ich das Mediterran gewürzt hatte. Da müsste mal das alte Video angucken. Also mediterran schmeckt auch geil. Dazu die Bratkartoffelchen. Spatzel, die hast du gut gemacht, sehr gut sogar. Sehr schön. Geil. Einfach geil. So, da drüben wird gerade mit geantwortet und so. Also scheint das Mediterrane schon mal recht lecker zu sein. Und jetzt hier das Tomate. Ich glaube, das hatte ich rein mit Tomatenmark
eingerieben, wenn ich mich richtig erinnere. Danke. Aber hey, das schmeckt richtig geil. Also, das ist das Einfachste von den Einlegen gewesen. Einfach Tomatenmark. Und das schmeckt gut. Oder hatte ich noch Salz, Pfeffer, Paprika dran? Ich werde das Video, wo ich die Dinger zubereitet habe, auf alle Fälle noch unten verlinken, dass man da nochmal nachgucken kann. Aber ich esse jetzt mein Fetzerle, der Rest wird schon wieder ausgeteilt. Und hier kann ich schon die Zwiebelsteaks einlegen. Mhm. Das wäre nämlich dann das letzte Packerl. So, meine Lieben, das letzte in der Runde war das mit Zwiebel. Und hier habe ich nochmal die Tube mit dieser Zwiebelcreme. Und jetzt probieren wir das noch. Boah. Das ist noch mal mhm. Auch das mit Zwiebel, muss ich sagen, richtig geil. Also so einfach hätte ich selber nicht für möglich gehalten, dass man Steaks würzen kann. Ich schaue jetzt gleich nochmal nach, welches Video das war. Und dann kann ich euch das gleich hier sagen und natürlich auch noch unten zusätzlich verlinken. Aber das ist geil. Und nachher schauen wir dann, was unser Besuch auch dazu, oder was unser Besuch dazu sagt. Also ich finde sie alle geil. So Leute, dann kommen wir zum Fazit. Ich habe übrigens gerade noch nachgeschaut. Das war im Video 645. Steaks einlegen für Grillabenteuer. Und naja, Grillabenteuer ist es leider definitiv nicht geworden mit diesen Steaks, mit allen. In 648 hatte ich schon die Knoblauchsteaks verkostet und in 655 die Paprikasteaks. Also das Ganze ist schon eine Weile her. Für mich persönlich war das sehr lecker. Ich werde mir auch selber das 645 nochmal angucken, um nochmal genau zu wissen, wie ich die eingelegt hatte, weil die waren wirklich richtig geil. Was sagt ihr dazu? Manu. Richtig lecker. Da ist die Kamera. Mit dir ran fand ich noch viel, viel besser. Ja, schau doch bitte in die Kamera, nicht mich an. Also dieser Meinung war ich auch, die waren alle drei sehr gut, ja. Aber das Mediterrane bevorzuge ich. Und die Bratkartoffeln waren auch sehr lecker. Ja. Das ist schön. Manne? Also wenn ich jetzt in die Kamera schaue, muss ich erstmal rüberlaufen, so sieht mich kein Mensch. Die haben alle auf ihre eigene Art besonders gut geschmeckt. Die waren ehrlich gesagt super. Jedes hat seinen Vorteil. Und die Bratkartoffeln, kann man nichts sagen, die waren gediegen. Ja, wenn man denkt, dass das zum Beispiel jetzt das letzte Zwiebelsteak wirklich nur mit dieser Paste eingerieben war. Ja. Und ja. Sonst nichts. Ja. Ja. Vielleicht das heißt Pfeffer, aber das muss ich selber im Video erstmal nachgucken. Es ist halt Geschmackssache, will man mehr Paprika-Geschmack, mehr Zwiebelgeschmack oder mehr Knoblauchgeschmack. Ja, ist halt so. Ja. Die waren gut. Ja. Jo. Hat's ausgereicht? Wunderbar. Oder müssen wir Döner holen? Nein. Nö, müssen wir nicht. Absolut nicht. Gut, Gott sei Dank. Ja. Dann haben wir jetzt die Steaks auch endlich komplett verkostet und mehrere Meinungen geholt. Alina, wie hat es dir geschmeckt? Gut. Gut, ich spiele schon wieder mit dem Handy. Naja, gut. Dann beenden wir das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat gefallen. Ein Däumchen nach oben. Und ja, schauen wir mal, ob wir uns morgen im nächsten Video nochmal sehen. Bestimmt. Ja. Schauen wir mal. Tschaikowski. Tschüss. Tschüss.